Stream gestartet. Meine Kognition null. Ich hatte zwischendurch 5 Zuschauer. Live. Und jetzt gucke ich mir gleich selbst zu. Sehr gute Verbindung. Okay, das ist nicht mein Stream. Never let me down. Der interessiert mich. Was macht eigentlich Arda Turan? Der einstige Superstar und Nationalheld der Türkei, der zum teuersten Transfer der türkischen Fußballgeschichte wurde, aber seit Anfang Dezember kein einziges Spiel mehr gemacht hat. Vom Idol zum Skandalprofi und Straftäter. Das ist seine Geschichte. 1987 in der Nähe von Istanbul geboren, kam Arda Turan schon als 13-Jähriger in die Jugend von Galatasaray. Sein Talent haben die Verantwortlichen früh erkannt und mit 17 kam er schon zum ersten Einsatz bei den Profis. So richtig durchsetzen konnte er sich anschließend allerdings nicht, weshalb man ihn für ein halbes Jahr zu Manisaspor ausgeliehen hat, die damals noch in der ersten Liga spielten. Zurück bei Galatasaray ging sein Stern in der darauffolgenden Saison auf. Als 19-Jähriger war er mit 12 Assists bester Vorbereiter des Teams und der neue Shootingstar. Zum absoluten Superstar wurde er 2007-2008. Als er 21 Tore in allen Wettbewerben auflegte, dazu noch 8 selber machte, Gala zur Meisterschaft verhalf und anschließend zum Fußballer des Jahres gewählt wurde in der Türkei. Europaweit bekannt wurde er spätestens bei der im Sommer folgenden Europameisterschaft, bei der die Türkei überraschend bis ins Halbfinale kam und er selbst mit einem Tor das legendäre Comeback gegen Tschechien einleitete. Er war der Star des türkischen Fußballs, ein Idol in seiner Heimat und wurde 2009 wieder zum Spieler des Jahres gekürt. Auch wenn viele Fans von Galatasaray gehofft hatten, dass er vielleicht für immer bei ihrem Verein bleiben könnte, ging er 2011 für 13 Millionen zu Atletico Madrid. Seine bis dahin erfolgreiche Karriere sollte nahtlos so weitergehen. Im Winter übernahm ein gewisser Diego Simeone bei Atletico und man gewann direkt. So, jetzt mein Drop besser als vorher, weil der vorher Drop war scheiße. So, da, jetzt ist er perfekt. Jetzt ist er perfekt. Oder wobei, der ist perfekt. Sag, nehmen wir. Kit hat mich einfach gewonnen-pumped. Direkt die Europa League. Arda Turan war von Anfang an gesetzt und einer der besten Scorer in seinem ersten Jahr in Spanien. 2014 wurde er mit Atletico sogar spanischer Meister und schaffte es bis ins Finale der Champions League, wo man allerdings gegen den Stadtrivalen in der Verlängerung scheiterte. Dann kam 2015 der Wechsel zum FC Barcelona, die ihn unbedingt haben wollten und 34 Millionen Euro bezahlten. Ein weiterer Meilenstein, denn das machte ihn zum teuersten türkischen Spieler aller Zeiten. In seiner Heimat gratulierte ihm jeder zu diesem Wechsel, der Rang und Namen hatte. Sogar Präsident Erdogan, der übrigens später auch Gast auf seiner Hochzeit sein sollte. Doch seitdem läuft es einfach nicht mehr so am Schnürchen wie davor. Erstmal durfte er wegen einer Transfersperre von Barca ein halbes Jahr gar nicht spielen und dann war er nie mehr als Rotationsspieler. Ein Joker in den wichtigen Spielen. Die zweite Wahl hinter dem gesetzten MSN-Sturm, bestehend aus Messi, Suarez und Neymar. Daran änderte sich auch in Jahr 2 nichts und nach der Saison kam es zu dem ersten größeren Skandal in seiner Karriere. Es sollte nicht der letzte bleiben. Auf einer Länderspielreise soll er einen Journalisten gewürgt und beleidigt haben. Er wollte nicht akzeptieren, dass dieser Journalist zusammen mit der Mannschaft fliegt, nachdem der seiner Meinung nach während der EM 2016, also ein Jahr vorher, zu kritisch und falsch über ihn berichtet habe. Er entschuldigte sich zwar dafür, dass er so im Rahmen einer Länderspielreise gehandelt habe, aber bereuen tue er das Ganze nicht. Er trat daraufhin trotzdem von der Nationalmannschaft zurück und für Barcelona stand er in der darauffolgenden Saison nicht ein einziges Mal auf dem Platz. Stattdessen wurde er in die Heimat nach Istanbul verliehen, zu Başakşehir. Doch auch hier sorgte er mehr für Skandale
Also wenn du es einmal gewinnst, hast du alles gefehlt. Du musst es nur noch gut spielen. Drop that auch. Als für Highlights. Zum Beispiel, als er einen Assistenz-Schiri attackierte und beleidigte, weshalb er für 16 Spiele gesperrt wurde. Während er auf dem Fußballplatz jetzt keine Schlagzeilen mehr machen konnte, machte er sie stattdessen im Privatleben. 2018 kam es in einem Club zum Streit mit dem türkischen Sänger Berkay Şahin, nachdem er dessen Frau angeflirtet haben soll. Medienberichten zufolge habe Turan Şahin ins Gesicht geschlagen und die Nase gebrochen. Şahin wurde ins Krankenhaus geliefert und Turan ist hinterher. Angeblich, so sagt er selbst, um sich zu entschuldigen. Allerdings hat er eine Waffe dabei, die auch abgefeuert wurde, zwar nur auf den Boden, aber der Schuss hat eine Panik ausgelöst. Ein Jahr später wurde er unter anderem wegen illegalen Waffenbesitzes und Körperverletzungen zu 2 Jahren und 8 Monaten auf Bewährung verurteilt. Der Leihvertrag mit Başak Şehir wurde inzwischen aufgelöst und er ist heute wieder offiziell Teil des Teams in Barcelona. Gespielt hat er seitdem aber nicht mehr und dass er überhaupt nochmal für die Katalanen aufläuft, gilt als ausgeschlossen. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Ans Karriereende denkt er aber noch nicht. Erst vor 2 Wochen sagte er in einem Interview, wenn ich in 3 Monaten wieder Fußball spiele, kann ich nach 3-4 Spielen besser sein als alle anderen. Ich kann wieder der alte Arda Turan sein. Während er auf der einen Seite für seine humanitäre Arbeit bekannt ist und sich vor allem für die Unterstützung kranker Kinder einsetzt, ist auf der anderen von der Karriere, die so vielversprechend und erfolgreich startete und bei Atletico auch. Und dann war es vorbei. Eine Runde noch Kitty Corner. Da war der richtig krank und dann hat der einen Typen zusammengeschlagen, hinterher geschossen, illegales Waffenbesitz. Und dann die ganze Karriere. Aber der spielt immer noch bei Barcelona. Ja, weil die nicht mehr weggehen. Der Vertrag kommt nicht mehr raus. Jetzt dann. Nice dann.
Einer pickt mich aber durch. Fucking die if you don't know what's going on. Bro, verpisst euch! Ich spiel so eklig, Digga. Ich konnte nicht machen, weil ich wusste, sie kommen. Irgendwie choke ich gerade richtig rein bei Kitty Corner. Guck, ich hab zwar ein zu zwei Zuschauer, Bro. Fertig. Irgendwie choke ich gerade richtig rein bei Kitty Corner. Zwei Zuschauer. Guck, ich hab zwar ein zu. Mann, Digga. Ich hab ein Like. Ich hab ein Like von jemand Fremden, Bro. Ehre, Jungs, danke. Oder Mädchen, ich weiß nicht. Und wenn ihr Bock habt, schreibt was in den Chat, ja? Dann können wir euren oder euren Epic. Ehre für den dritten Like. Ehre. Wenn ihr Bock habt, schreibt in den Chat irgendwie, weiß ich, euren Epic. Dann können wir zusammen spielen oder was auch immer. Wir streamen, am Wochenende auch auf jeden Fall. Also diesen heute nicht so lange. Oder vielleicht heute Abend nochmal, weil ich gleich weg muss. Und Freitag mache ich eine Hausparty, deswegen ist schwer. Aber am Wochenende Samstag safe richtig lange. Also wenn ihr Bock habt, Samstag reinschauen. Ja. Und ich bin nicht so ein geldgeiler Typ, der jetzt sagt, abonniert, liked und alles mögliche. Das Einzige, wo ich rüber nicht freuen würde, wenn ihr einfach öfter vorbeischaut, weiß ich, ein paar Videos schaut, müsst nicht liken, macht einfach so, auf ihr Bock habt. Klar, natürlich freut mich ein Abo, aber... Tschüss. Eine Runde Kette hier. Damit ihr Action habt. Einmal. Eine Charge, ich hab die Charge nicht gesehen. Nein, das ist alles explodiert. Ich habe zwei Kills aber geholt. Junge, seit wann kann man mit Autos fahren in der Arena? Es gab ein Update heute, deswegen. Alter. Geht nicht so gut. Die sind zu gut, die Spiele. Sorry, Jungs, ne? Das
zwei Gegner auf einmal stehen hier am Fenster, Bro. Ich laser einfach rein. Bruder. Oh, ich mache bald theoretisch Customs, aber die sind gerade gesperrt von Epic, deswegen, also ich habe einen Account und so, aber deswegen, ich brauche jetzt einen Creator-Code und den kriegt man nur mit, über diese Seite, die ist gerade gesperrt. Aber bald spiele ich dann noch Custom werden. Einmal eine normale Runde, ja. Hey, bin ich so losgelandet? Er hat sich das nicht 40 Dings da gekostet? Das ist nur, wenn ich im Bus bin. Solo, hey. Ab jetzt wie so guck. Nein. Tu mal das bitte da weg. Lass ihn. Du kannst wegwerfen, dann kann man raus. Ich hoffe, die Streamqualität ist gut. Genau, weil ich habe extra investiert. Da kam noch ein Mic, das hat irgendwie Lieferschwierigkeiten mit Corona. Aber bald habe ich noch ein teures Mic, extra E9 gekauft und so. Aber musste mir alles selbst verdienen. Ich bin nicht so wie Mutterkind. Oder als Elternkind muss ich Geld bezahlen. Ich musste mir das selbst verdienen. Das ist halt sehr Geld. Oh, er hat eine Waffe. Boah, hab ich ihn gelasert. Die 90 hat er, aber Dog, Digga. Weswegen? Ich hab einen grauen MP. So, jetzt. Der Kid hat mich aber zweimal. Guck dir die an.
Junge, was? Digga, die Bots haben mich so gegrieft, Digga. Die waren in meiner Box. Digga, ich hätte ihn so gehabt. Den anderen, Digga. Ich war in ihm. Digga, hatte 160 AP. Er war cracked. Mann, Digga. Immer wenn ich abgefuckt bin, dann sag ich immer das. Hier mal. Die Leute haben mich gegrieft. Hi. Ja, hallo. Jesus. Hallo? Karl, bist Hallo? Du ein Karl? Ja. Oh mein Gott. Bist du in meinem Stream? Ich war gerade. Du warst? Wann warst du? Gerade. Oh, fresh. Ich hab immer noch einen. Von wie vielen Minuten warst du? Keine Ahnung. Ist einfach live. Immer noch? Bist du immer noch oder nicht? Nee, jetzt gerade nicht mehr. Weil dann halt hab ich ein Ding. Junge, ich hab so gechockt in der Massimo jetzt, die zwei. Ein Random. Aber ich habe ja auch nur die zwei Streamstunden. Was? Der wird heiß, wenn die Lade wird heiß. Also ich muss kurz vorgehen, ja? Ich hab jetzt schon 200 Punkte Minus, halt, ja? Also ich, warte. Ja, ich hab fast
ich fast abgebrochen. Ey, Karl, soll ich mir Cloud Shadow kaufen? Ja, mach. Ich weiß nicht, Alter. Ey, Karl, ich hab mal 400. Ich hab mal 400 D-Bucks von Epic Games bekommen, ne? Ja, hol. Ja, ich hab ihn. Ja, moin, Digga. Da muss ich auch loben. Digga, gerade eben, ne? Und die werde ich überlebt. Kit ist hier drin. Okay, jetzt muss ich ernst. Ja, und die machen auch ernst. Halt die Fresse, Mundung. Nein, die Bots griefen mich hier. Deswegen sterbe ich die ganze Zeit. Alter, du hast mich verkommen. Scheiße, ich hab ihn nicht. Ich hab mich verärgert. Ah, ne, ich bin nicht. Ja, ich darf nicht reinlaufen. Weil sonst. Nein! Ganz kurz leise sein. Was? Digga, wie ist das denn seins, Digga? Wie ist das denn seine Cone, Bro? Das wäre meine. Brö, Digga. Da muss ich einfach. Was? Ja, das ist eigentlich fürs Mike, aber das Mike hat Lieferschwierigkeiten. Komm jetzt raus kurz. Nee. Justus. Ja, geh mal zu Creative. Ja, komm mal Creative. Letzte Runde. Ich werde dich auf jetzt, ey. Ich glaub, Creative, charge kurz und dann muss ich off, gehe ich Eislassen mit Massimo. Ich weiß nicht, Digga. Ich bin gerade noch mit Zimmer in so einer Map. Mach jetzt, komm jetzt raus. Bitte, Karl. Nein, was? Was denn? Warte, komm du rein! Bei uns. Kann ich denn überhaupt bei dir rein? Ich schicke als Tim bei. Warte, wenn ich spielen drücke und dann kann ich bei dir rein. Nein, oder? Nee, kannst du nicht. Scheiße, das ist so richtig. Ich kann nicht beitreten, Bro. Ich weiß ja auch nicht neu. Mach mal jetzt, Digga. Ja, es geht nicht, Digga. Tim ist nicht. Ah. Aus. Kann ich mal sehen, wie ich gefickt wurde? Guck, du gehst hier drauf. Ich glaube Mystic Light. Dann gehst du hier Grafikkarte, dann siehst du was drin hat. Also ich mache jetzt alles zusammen. Dann gehst du hier rein, dann hier gleichmäßig, was soll man. Jetzt bin ich rein. Warte. Der hat die irgendwie erkannt, ich weiß nicht. Und dann hat er halt alle zusammen, dann kann der es machen. Komm mal jetzt raus, Mann! Was ist denn, Justus? Was? 20%? Spare bis zu 20% mit dem direkten Zahlung an Epic. Kaufe mit der direkten Zahlung an Epic und spare bis zu 20%. Er ist geliefert. Auf V-Bucks und bei zeitlich begrenzten echten Angaben. Informationen. Wie lange soll ich noch zocken? Ich zock 2 Runden und dann. Oder eine lange. So als hätten nur Apple Watchers, ne? Keine andere Uhr. Das ist legendär, Digga. Kennst du das? Fucking drunk.
fucking drunk. Hyper X. Nah, not the name. Ich weiß nicht. Deswegen, und dann habe ich das hier so. Nicht verstanden. Aber auch 100 Vibrationen. Das ist, also du kannst natürlich auch hier machen, aber dann tonqualität besser. Wenn du so hast, verstehst du? Gewöhnungssache, wenn du dich dran gewöhnst, guck mal, wenn du es immer so hast, dann gewöhnst du dich ja irgendwann dran. Dann sehe ich dieses Ding gefühlt rein. Wenn ich hier drauf gucke, dann kennst du das, wenn du irgendwo drauf schaust. Ja genau, eigentlich sehe ich ja die Nase, aber die wird in meinem Kopf nennen die aus. Guck, jetzt kommen die, man die Rechte, man. Guck mal. Und er denkt auch, er wäre so heftig oder so. Ich weiß nicht. Jetzt muss ich den nehmen. Jetzt möglichst schnell weg. Und da Dings kann auch manchmal ein Ausdruck. Ich bin hier. Das heißt, ich muss jetzt gleich schnell rüber, bevor er klettert. Ich glaube, das gleiche ist gekommen, ne? Ich nehme den doch, lass ihn nach. Warte kurz, ich muss noch kurz gucken, ne? Big Shit da oben. Das wären Gegner. Oh mein Gott! Da ist noch einer. Man kann jetzt Autos in der Arena fahren. Suck my fucking damn cock! Wie war er da? Ah, er hat auch das Fett gejust. Weißt du. Du streamst immer noch. Was? Du streamst. Ich weiß. Er sagt man nicht. Wenn der kleine Bruder das dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Mux streamt. Guck mal, ihr habt zwei Zuschauer. Nein, er war vorher drin, aber das nicht. Hörst du, Justus? Du bist krank. Was? Ja. Tut aber nie was reinschieben. Das ist mein Livestream. Justus, die Worte frei. Ja, ich hab irgendwie Scheiße an. Catty Corner, weil wir es lieben, weil ich nicht schon 10 Games da gestorben bin. Genau. Ach so, soll ja kommen. I want you in my room.
next thing is competition, they amaze me. I was going down here, jail kinda saved me. Gotta keep the hard work, ain't no getting lazy. Was on opposition, kinda sorta got me crazy. Shoes, a nigga trade me. Bitch, I need a billy and them blues like I'm Jay-Z. Ich war Spoiler, nicht, weil ich nur J eingeben muss. If you want a feature, get your money right and pay me. Still, when the time come, it might be a maybe. It depends on the type of record that you gon' play me. I can't do a whack verse, Karaoke. At least you betray me. Every time you hear my name, you know I'm going crazy. Really, I'm a trench kid, ask me when he made me. Really had to sing, all the dreams to baby. I just want my name to be around when I ain't here. Living in the moment, but I want this shit for years. Jetzt können wir reden, mit Poker. Weil jetzt droppe ich nicht instant im Mund, wo ich Gegner! Nach der Runde mach ich aus, ne? So, ich mach wieder Musik an. Der war auch fast. Ich glaube, du findest Gaming Club für 10 Euro im Internet. Oder du glaubst, wenn du den Control. Nee, bei. Die waren. Start acting your age. Can't believe you tried it, bitch. You
Da hinten war noch einer. Also, oder? Warte, warte kurz, warte kurz. Ey, kurz halt, kurz halt. Fresse! Ja, moin! Was? Er trifft mich durch den Busch! Er trifft mich. Keiner, ne? Ah ja. Egal. Ready. Hold the thunder. Trigger mich nicht, Game. Trigger mich nicht. Trigger mich nicht. Nicht ein Damage kassieren, bitte. Sehr gut. Weißt du? Pump habe ich auch mit Eier. Shotgun mit Eier. Drei Schuss, Digga. Text zu. Hm?
halt Übung, ne? Du musst halt erstmal auf die klarkommen. Das halt. Und das habe ich von Anfang an gemacht, deswegen fahre ich jetzt. Vor allem, du kannst halt mit der schnell schießen, ne? Wenn du Double Kick machst. Also. Die haben auch irgendwas gesoffen. Nein, nein, die haben mich gesehen, die Wichser. Digga, diese Typen, ich schwöre, ich kann sie nicht mehr ab. Moin, Digga! Wie war der denn gekommen? Ja! Er ist auch der Alex. Ja. Ich schwöre, ich bin so lang. Hab mich im Big Eat. Okay, Mini ist es nicht. Ich hab wieder richtig. Working on the weekend like usual. They off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Say my name, the number, but I keep waiting up. Know you see my text, baby, please say something. Maske da dran hängen, Bro. Bitch, this is fame, not a clout. I don't even know what that's about. Watch your mouth. Baby got an ego twice the size of the crib. Oh my god, but I had to and did what I did. Never turn my back on the Ja, ne, da bist du ganz like usual. Jetzt für hey. Like usual. They passed up, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Meister, ganz schnell. Junge, wieso pressure mich? Massi, willst du jetzt schon Eis essen gehen? Egal, es ist schlechter. Soll ich eine Runde spielen oder nicht? Ich lande jetzt Candy Gorner, egal ob ich sterbe oder nicht. Ja, ich war ja 3 Wochen im Urlaub, Bruder. Junge, ich wäre in 3 Wochen Champ gewesen. Ersten 3 Wochen hätte ich mit Justus noch nicht gespielt. Aber dann, ich war ja schon in der ersten. Aber Geh nur zu dir, ne? Wirklich, wirklich.
Ich kann nicht mehr, Bruder. Weißt du, was Zena heißt? Zena, also warte, zeig ihm einfach Zena. Zeig ihm das, er versteht sonst. Ja. Du hast uns bekannter YouTuber. Zena! Ja, moin, so ein Dinkenkissen. Kannst du auch Gott halten, ne? Zehner. Bro, wo hab ich meinen Titel gesehen? Mein Nein! Meine Fresse! Von wo schießt der denn, Bro? Schild da oben, ne? Ja! Ja! Bro, ich wusste, dass du da bist! Zena, du holst mich! Zena, weiß ich. Bro, ciao, ne? Ich komme heute Abend wieder an.